Was geht ab, meine Freunde? Heute ist es soweit. Seid ihr bereit? Denn ich bin es nicht. Ihr müsst bereit sein für das wohl schwerste, das wohl krasseste Troll-Level, was es gibt in Mario Maker 2. Ich habe Angst. Leute, guckt euch das an. Das ist nicht gefaked. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich mein echtes Zittern. Nein, kein Spaß. Heute kommt ein Troll-Level, was von dem guten Hacker-Cat gemacht wurde, der in Mario Maker 1 schon die krassesten Troll-Level gemacht hat. Und jetzt habe ich ein Troll-Level, die dritte Version. Ich wollte dieses Troll-Level schon lange spielen und jetzt ist es endlich wieder online und zwar in der dritten Ausgabe, in der dritten Version. Es sind schon so viele YouTuber, so viele Leute dran, kaputt gegangen und ich hoffe, ich werde es schaffen. Falls nicht, dann nicht. Und solltet ihr noch kein Abonnent sein, abonniert jetzt bitte, weil es bringt den Channel weiter. Mario! Karl Toxic von HackerCat und ich bin einfach nur gespannt und ich habe einfach nur Angst, um ehrlich zu sein. Ich bin zwar gehyped, ich bin on fire, ich fühle mich wieder gut, koffeingeladen wie immer, wenn ich hier ein Troll-Level spiele. Okay. So. Ja, moin. Das geht aber gut los hier. Ich bin bereit. Rote Kugel kann mir gar nichts und ich habe mich heute noch nicht mal warm gespielt. Also ich bin gar nichts. Wow! Es geht gut los. Ich bin on fire. Ich bin einfach on fire. So on fire war ich noch nie. Und ja, ey Leute, ich habe mich noch nicht mal warm gespielt. Ich hätte mich warm spielen sollen. Das ist der Fehler. Egal. Komm, wir schaffen das. Es soll richtig schwer sein. Also es sind schon einige dran kaputt gegangen. Wow. Okay, ich muss also das schnell auslösen und springen. Dün, dün. Da kommt auch irgendwas hochgeschossen. Ja, komm her hier. Ich weiß auch, dass du fake bist. Ja, komm mal hier. Guck doch. Ich bin so blöd. Leute, ich bin auch noch nicht auf der Höhe heute. Aber egal, ich schaff's. Mein Ziel ist es, das True-Level zu schaffen. Und sollte ich das schaffen, was nicht selbstverständlich ist, weil es ist wirklich... Ich weiß, ich habe jedes True-Level bis jetzt eigentlich immer abgeschlossen. Es gab nur einmal ein Speedrun-Level von einem von euch, wo ich versagt habe. Und ansonsten habe ich jedes Level abgeschlossen. Und diesmal will ich es auch schaffen. Auf jeden Fall, sollte ich es schaffen, erwarte ich eure Unterstützung in den Comments. Ich traue diesem Level 0. P-Switch? Scheiße, ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht. Leute, einfach mal ein bisschen cheeky-micky da, so ein bisschen ganz locker flockig aus der Hüfte, wohlgemerkt. Guckt euch das an hier, das ist doch godlike. Spinny, Mini, Winnie, Würstchenkette, fuck it. So, weiter geht's. Komm, ich schaff das. 3 Minuten, 4 Minuten sind wir in der Aufnahme. Ich will auf jeden Fall nicht wieder so eine 2-Stunden-Aufnahme haben, weil ihr wisst ganz genau, wie anstrengend das ist. Also sollte ich eventuell überlange brauchen dafür, dann wird es vielleicht auch eine Fortsetzung geben, also einen zweiten Part. Sowas gab es nämlich auch noch nie auf dem Kanal, aber sollte es zu krass werden, dann... Also mein Ziel ist es, das zu schaffen. Ich bin da der... Ich will schon fast sagen, ich bin im deutschen Bereich der, der die meisten Troll-Level spielt, oder? Ich habe ja fast jedes krasse Troll-Level gespielt. Die Fahne will ich auf jeden Fall hochhalten. So, deswegen muss ich hier mich mal anstrengen und den Namen als Trollkönig gerecht werden. Oh Gott, ich bin so blöd. Hä? Ich habe ihn rausgehauen. Ich traue diesem Block hier auch nicht. Ich habe Angst vor diesem ganzen Scheiß. So. Nein, ich bin so gierig, Wow. Hä? Jetzt mal ohne Witz, hä? Was war das? Da war doch die Plattform. Nö, das will ich jetzt nochmal prüfen. Das ist doch Quatsch. Das war ein Bug. Das ist doch Quatsch. Ich prüfe das jetzt nochmal. Das geht in die offizielle Theo Stiftung Warentestprüfung ein. Hier ist doch eine Plattform. Hier stehe ich drauf. Jetzt gehe ich mal nach rechts. Wie soll man denn sowas kreieren? Oh! Eine Plattform? Hä? Das verstehe ich nicht. Hat er die hin? Da unter ist doch was. Guck mal, seht ihr das? Mastermind Theodore, mi amore, hat es wieder gesehen. Seht ihr ganz rechts von der Plattform? Das kleine, diesen kleinen 3-Pixel-Block, der so hoch geht, das sind Stacheln. Oder das ist 100%, oder das ist ein Mancha oder so. Der ist da unter und deswegen killt es nicht. Rätsel gelöst, Leute. Kanone! Easy namens Cheesy, würde ich mal sagen, oder? 100% Fake. Hä, und jetzt? Digga, was? Eine Bombe ist das. Ich hab's trotzdem geschafft. Er hat mich getrollt, aber ich hab ihn. Schweinchen, Alter. Geiles Ding. Und da unten auf diese Trollnummer, dass ich da rumgehe und so, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Dieses Sägeblatt ist nicht ohne Grund da. Bin, glaube ich, on fire heute. Okay, was passiert hier? Nein! Oh nein! Oh nö, das ist jetzt ärgerlich. Alles von vorne, nicht mal ein Checkpoint. Alter, ich kriege eine Krampfader an der Stirn heute. Ich habe letztes Mal gesehen, bei meinen Schreien und so, war hier richtig so eine dicke Ader am Hals. Ey, Leute, das ist echt, muss echt aufpassen, dass man hier Troll-Level eigentlich die Gesundheit rauben. Mir irgendwann eine Ader am Hals platzt oder so. Guckt euch das an, das ist Mastermind, Theo. Das ist doch Speedrun-Niveau hier. Komm, Kanönchen. Geiles Ding. Also ich sag ganz ehrlich, das ist ein geiles Ding. Nein, das ist kein geiles Ding. Scheiße, nein, ich habe es mir verbaselt hier. Oh, ich kann einfach Shells, ich kann Panzer nicht werfen, ich bin zu blöd. Nehmen wir nur über 10 Minuten auf und hab noch nicht mal den ersten Checkpoint erreicht. Erstmal einen Schluck, komm, erstmal einen Schluck, liebe Leute, auf euch. Und deshalb könnt ihr mal ein Like da lassen. Das wäre mal richtig nett, korrekt und... Leute, das ist einfach korrekt von euch. Wirklich, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt komme ich weiter. Das verspreche ich euch. Und ein Versprechen von Theo ist immer ganz viel wert. Das müsst ihr euch mal merken. Das ist Speedrun, Theo. Speedrun Theo Check-in in. Ein Problem für dich. Kein Problem. Guck dir das an. Und jetzt, ich mach sogar den hier. Ich löse ihn aus. Oh ja, du hast mich getrollt. Oh Gott, nein. Das hilft mir sogar. Hat er mir sogar dann schön eine Rampe gebaut. Oh, da muss ich mich beeilen. Oh, mein Hals, der kratzt schon hier, Leute. Ich werde krank von dem Level hier. Ihr macht mich krank. Ich löse das ganz bestimmt nicht aus. Wow! Ich hab das geschafft? Hä?
Hä, nein, 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 nein. Oh, das ist gerade zu viel für meinen Kopf. Der Wiggler. Was war das für ein Wiggler? Ey, das war, oh mein Gott, was war das für ein Wiggler? Der kam aus dem Nichts. Der kam einfach aus dem Nichts und hat mich einfach, oh mein Gott. Oh, ich kriege mal mich selber zu hauen, weil die Cabin im Weg ist. Oh, warte, Ruffy ruft an. Guten Tag. Was machst du da, Digi? Ich nehme gerade live meinen Mario Maker auf und du bist live in der Episode drin. Ja, okay, ey, ich schneide dir das. Du wirst auf jeden Fall mit reingeschnitten. Ja, das hat er davon. Da legt er schnell auf, da hat er Angst. Da will er nicht drin sein, aber egal. So, weiter geht's. Der gute Raffi, bei dem könnt ihr auch mal vorbeigucken, Leute. Der macht auch super Content, hat auch einen Pokémon-Kanal. Leider weniger aktiv, aber der macht wohl die besten Pokémon-Videos in ganz Germanien, würde ich fast schon sagen. Weiter geht's hier. Zack. Ich bringe mich in Sicherheit, denn Sicherheit ist das höchste Gut in einem True-Level, was man hat. Lasst euch das gesagt sein. Was denn, Mann? Oh Gott, das ist ja richtig schwer. Das ist ja schwer. Oh nein, das ist schwer. Oh, ist das schwer. Das ist ja schwer. Nein, das ist schwer. Es ist schwer. Oh Leute, ich bin immer noch am Anfang, ey, ganz ehrlich. Ich sag zwar immer, dieses True-Level, das unmögliche, härteste True-Level, aber diesmal ist es halt wirklich, es ist halt wirklich den Namen gerecht. Also macht's einfach nach, macht's besser. So, natürlich gibt's wieder die ein oder anderen Freaks hier. Aber, ganz ehrlich, ich bin Noob. Und ihr müsst mich verstehen, für mich ist es vielleicht unmöglich. Okay, was mache ich jetzt? Das ist die Frage. Wiggler, 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 du kleiner Hund. Darf nicht beleidigen. Ey, ihr wisst, ihr kennt mich schon so gut, Leute. Also wenn ich schon so aus mir rausgehe und wirklich so unter der Gürtellinie Beleidigung rausdonner hier, dann ist es wirklich, dann ist es soweit. Dann könnt ihr mich einweisen. Es kann sein, dass ich es nicht schaffe. Schieß doch jetzt mal. Oh, der Stachel. Oh mein Gott, oh Gott. Der hat mich beinahe gekriegt, ey. Nein, nein, das ist scheiß Bombe, Mann. Und ich stink, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie ich stinke schon wieder vor Schweiß hier. Zum Glück könnt ihr das nicht riechen. Ich schwitze mir schon wieder. Ah! Hilf mir mal jemand, bitte, von euch. Bitte, was ist denn los mit euch? Och Gott. Hacker-Cat. Kecker-Hat. Sag ich dazu nämlich. Nein! Oh Gott. Das ist doch nichts für mich. Ich bin doch der Trollmaster in Deutschland. Der Trollboss. Schön am Rand, Bombe explodieren lassen. Ich finde immer, das klappt immer sehr gut, wenn ich das überkommentiere, so was ich gerade mache. So, weil dann fühle ich mich sicherer, fühle ich mich bestätigt in dem, was ich tue. So, Wiggler, komm her, du bist kein Gegner für mich. Ja, er ist kein Gegner. Runter, Shell, kleiner Jump, springen, springen, springen. Ja. Oh, was ist das für eine Dings? Was ist das? Was passiert denn da? Oh, da unten werde ich doch zerquetscht. Ich habe das doch schon gesehen. Okay, jetzt nach rechts. Nach rechts. Ab in die Röhre. War die richtig, die Röhre? Da unten war noch eine. Okay, ich krieg mein Damage. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Kurz vorm Checkpoint hier, so ein Troll. Nein, das ist auf jeden Fall falsch. Ich muss den nicht auslösen. Wenn ich den auslöse, ist mein Ende. Aber was soll ich dann machen? Was gibt es denn hier für Optionen? Die Kanone, ich trau mich da nicht ran. Ich spring erstmal auf die Bälle hier. Es war so klar. Es war so klar. Da war ein Zeiss-Apfen. Ein fucking Zeiss-Apfen darunter. Ich hab das schon gerochen, dass da irgendwas faul ist. Hätte ich den ausgelöst, wäre hier vorbei gewesen. Hätte ich alles von vorne machen müssen. Ab in die Röhre. Ab in die Röhre. Egal, Checkpoint. Also, was beschwere ich mich denn überhaupt? Wir schaffen das. Yippie! Links habe ich noch ein Shell gesehen. Du kriegst mich nicht hier, auch wenn ich fast 20 Minuten schon wieder in der Aufnahme chill. Jabba-dabba-du. Hä? Oh Gott, das ist ja richtig. Spin-Jump regelt. Spin-Jump regelt doch hier die Nummer. Okay, und jetzt? Jumpy, Mumpy. Easy. Löse ich den aus? Nö. Doch. Muss ich den auslösen? Wow. Oh, das ist ein Pilz. Ich hätte warten müssen, weil der hier ist fake, ja. Hahaha. Verarscht. Troll-Level. Ist das lustig, Mann. Da geht mir einer flitzen. Das ist so fucking funny. Au. Nee. Rein da. Dünn, 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 dünn. Auslösen. Auslösen und stehen bleiben. Denn hier kommt ein Pilz. Und den brauche ich für den Damage Boost. Kinder, sein Garten. Kinder, sein Garten. Okay, was ist hier? Eine Wippe. Eine Wippe über Gift. Das ist mal ein Mastermind-Troll, würde ich so fast behaupten. Komm, gib mir den Pilz, so. Also, damit habe ich aber nicht gerechnet, dass das... Guck mal, wo ich drauf stehe, das ist eine Wippe. Zieht euch das rein. Guck mal, komm, hoch, hoch. Komm ich so hoch? LOL! Okay. Oh Gott, ich traue hier nichts. Das ist doch falsch. Was? Was war das jetzt? Ach, da unten ist ein Bounce-Tiny. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Also jetzt verstehe ich langsam die Erde nicht mehr. Kindergarten, also das ist wirklich Kindergarten. So, dann hier ein bisschen ausnutzen. Ja, die Wippe, ganz toll. So, dann muss ich den nehmen, aber ganz schnell weg, oder wie? Woo! Okay, jetzt hier rauf. Ah, und hier kann ich an der Kante? Lol, ich kann auf den rauf, auf den Mann. Okay, bloß nicht springen, dann komme ich nicht mehr runter. Oh Gott, der Block da unten ist so fake wie nichts anderes. Egal, ich gehe da rein. Ah, den kenne ich, den Trick. Lauf! Okay, und jetzt? Okay, Analysen-Theo schmeißt wieder die Analysenmaschine an. Wir haben wieder diesen Switch. Diesen Switch, mein Fuck.
Moment. Löse ich jetzt den Schalter aus? Will Hackercat jetzt, dass ich den auslöse, sodass ich da reingehen kann? Oder wird er irgendwo von dem Swamp wieder out of screen ausgelöst?